Hallo, servus, grüß euch, ich bin's wieder, Pato. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Liga 1. Normalerweise ist es ja Bayerns Road to Liga 1. Ich habe mir gedacht, ich teste jetzt mal die drei Top-Mannschaften schlechthin. Bayern, Barca und Real Madrid. Real Madrid war die letzte Folge etwas zu kurz geraten. Ihr wisst ja, ich bin nicht wirklich gut mit Real Madrid. Das hat man im ersten Spiel der letzten Folge gesehen. Hab zwar trotzdem gewinnen können, aber ich will es jetzt unbedingt gucken, ob das jetzt nur Glück war oder ob ich jetzt doch mit Real Madrid spielen kann. Also, ich suche den nächsten Gegner. Let's go! So, Freunde, wer wird unser Gegner werden? Paris Saint-Germain, okay, endlich mal wieder ein anderer Gegner. Also, jetzt wirklich mal gucken, wie gut bin ich wirklich. Let's go! Oi, 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 der hat mich richtig aussteigen lassen, Freunde. Boah. Sehr schön gemacht. Also ich bin mit Real Madrid wirklich extrem schlecht. Fehler! Oh Gott! Richtiger, heftiger Fehler. Bin ihn um. Okay, ich wollte eigentlich spinnen, aber ja, so geht's auch. Und jawohl, 0:1. Super! Cristiano Ronaldo beschert uns die Führung. Ich glaube, der hat bis jetzt alle Tore geschossen, außer einmal Jesse. Super, Ronaldo. So. Und jetzt James! Fuck! Noch immer 0:1. Nein, lass ihn. Jetzt aber 0:2. Super! Wieder mal ein Konter. Mit Ronaldo bin ich ja mega, Freunde. Das zweite Tor, ich weiß gar nicht, wie viele er schon insgesamt geschossen hat jetzt in den drei Spielen. Aber mir macht das gerade unnormal Spaß. Auch wenn das jetzt ein Tor wird. Fuck! 1:2. Super, Ronaldo, fast. Toni Kroos, boom. Okay, Angel Di Maria, was machst du? Nein, fuck, 2:2, es wäre eh egal gewesen. Entweder wäre es Elfmeter geworden. Fuck, der Ausgleich nach einer 2:0 Führung, oh mein Gott. Guckt euch die Wiederholung an, also der hat mich richtig planiert, paniert. Wäre, wie gesagt, ein Elfmeter gewesen. Shit, 3:2. Fuck, der kommt immer von der Carvajal-Seite. Oh mein Gott, ja, wie soll ich gegen dieses Biest da irgendwie eine Chance haben? Der hat einfach den 2-Tore-Rückstand aufgeholt. Unverständlich. Wow. Halbzeit, Freunde, oh mein Gott, ich bin zwar statistisch gesehen im Vorteil, allerdings die Carvajal-Seite ist mörderisch komisch. Ja, ich werde mal Sergio Ramos auf diese Seite wechseln. Mal gucken, vielleicht reiße ich dann etwas. Da tun wir mal den auch noch. Nein, fuck. Richtig schön gemacht. Also, Außenspieler sind meine Schwächen momentan mit Real Madrid. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Oh mein Gott, den habe ich schon drinnen gesehen. Fuck. 4:2, ja, man sieht es, ich bin einfach schlecht mit Madrid, unglaublich. Immer die Außenspieler, ich weiß nicht, wo Marcelo und Carvajal die ganze Zeit chillen. Shit, 4:2, das Aufholen, unmöglich. So, 4:3, okay, gut, das Ergebnis ist jetzt relativ. Allerdings, ich habe nicht gesweatet bei diesem Ergebnis, von daher, ja. Guckt, ich hätte ruhig wetten können. Ich bin richtig traurig. Ich habe 4:3, verliere ich. Nur am Zeitspielen, dieser Idiot. Man, ich bin richtig angefressen, aber wieder Ronaldo mit einem Tor. Habe ich jetzt erst gesehen. Okay, Niederlage Nummer 2. Ziemlich schade. Wir brauchen aber nur noch 4 Punkte bis zum Aufstieg. Statistisch gesehen, ja, ich bin ein bisschen besser gewesen, aber trotzdem, nächstes Spiel, meine Freunde. Okay, Freunde, unser Gegner wird FC Barcelona, El Clasico, perfecto. Okay, gehen wir es an, ich bin jetzt richtig heiß, ich muss mich dafür rächen, dass ich verloren habe. Let's go. Wow, no, Messi alleine. Boah. Probieren wir es mal wieder so. So. Oh, oh, oh.
0:1, Freunde. Abgefasht, das ist doch aber richtig glücklich. Fuck, wieder nach einer Ecke. Ich bin richtig stark in Eckbällen. Gucken wir mal, wie die Wiederholung. Wer war denn das? Ich kann das gar nicht erkennen. Egal, guckt euch brav an, der Wurm. Alles klar. Piquet mit dem Eigentor. Boah, das wäre seine Antwort gewesen. Hut ab, schön gemacht. Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott! Wahnsinnspass von Ramos. Nein, nein, Busquets, 1:1, richtig glücklich, muss man schon sagen. Fuck, regt mich gerade auf, guck das an. Immer so richtig Millimeterarbeit, shit. Busquets, 1:1, oh mein Gott. Das gibt's nicht, stotzt diesen Typen endlich. 2:1, ich habe euch gesagt, Real Madrid und Pato, es passt nur im echten Leben. Busquets, schon wieder. Scheiße, ich gebe immer meinen Gegnern so Chancen. Das ist doch unglaublich. Ja, 3:1, ihr kennt meine Kinderfehler und das war wieder mal einer. Der Beweis einfach, Pato und Real Madrid, das geht nicht. 4:1 in der 30. Minute. Die Niederlage vorher war ja noch unglücklich, aber das hier ist ja eine Blamage. Ja, 4:2. Jetzt einmal angeschlossen irgendwie, Freunde. Ich muss irgendwie aufholen, keine Ahnung. 11 Meter, Freunde. 11 Meter, super. Ronaldo ist gerade verletzt, ich schieße trotzdem mit Ronaldo, mir ist egal, links oben, jawoll, 4:3, 43. Minute, oh Gott, der Elfmeter war richtig schön, gucken wir uns kurz den Elfmeter an, ich fand den wunderschön, boom, richtig schön, gefällt mir, aber auch in der falschen Ecke, Halbzeit vorne, 4:3, statistisch gesehen sind wir ziemlich gleich auf, Freunde, das wird jetzt mega, mega spannend. Wünscht mir einfach Glück, drückt mir die Daumen. Ich kann aber auch richtig ablosen, ich weiß es nicht. Super, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Bitte. Was war das, Mann? Was ist das? Warum habe ich Foul? Ich habe doch kein Foul gemacht, sei mir nicht böse, aber komm. Das bringt mich jetzt komplett aus dem Konzept. Ja, der Ausgleich, der Ausgleich. Oh mein Gott. Richtig stark gespielt von mir. Uff. Bail im Slalom. Ja, das macht der Safe hinein. Super. 4:4. Super. Gareth Bale. Perfekt. Mach das Tor doch. Immer wenn es drauf ankommt, schieße ich kein Tor. Nervt mich. Jetzt, wo es drauf ankommt, spiele ich wieder extrem schlecht, Mann. Ja. Jetzt aber, jawohl, 4:5, Freunde, das ist mein Kämpferherz, ohne Witz, unglaublich. Ich setze ihn die ganze Zeit richtig unter Druck, ich spiele so richtig gut mit Kombinationen, hätte wieder sweaten können, ich mache es nicht. Super. Oh, fuck. Jetzt sweat ich aber wieder nicht, 4:6, jetzt gebe ich es ihn aber richtig. Wie kann er mich vorher so fertig gemacht haben? Das ist ja richtig einfach gerade. Einmal die Wiederholung. Schöner Pass von Bale. Kurz gewartet. Super. Er ist ja ein Top-Stürmer. Benzema. Boah, jetzt hat er Glück gehabt. Auch noch. Schießt eins. Er schießt eins. Das ist ja unglaublich. Unverdienter geht's gar nicht. 5:6, Mann. Das wird aber sehr schwierig werden beim Schneiden. Ich sehe es schon kommen. Ja, nein, Mann. Pech, 11 Meter. Pech, Pech, Pech. Das machen wir jetzt rechts hinauf. Rechts hinauf, 5:7. Wenn der mich da einfach umhaut, als wäre ich so ein Reissackerl aus China. Pech gehabt, mein Freund. So wünsche ich es mir. Super, Gareth Bale. Lupfer. Daneben. Ronaldo, Ronaldo, das gibt's nicht. Wie kann ich genau seinen Kopf schießen? Jawohl, 5:8, Freunde, ich kann
momentan nicht so wirklich kommentieren, weil ich mich richtig konzentrieren muss, aber er hat gequittet. Fick dich, wirklich. Ich richte dir ein richtiges Fick dich aus. Oh mein Gott, du bist mir richtig am Arsch gegangen. Sei es drum, Freunde, nach meiner Niederlage haben wir gewonnen. Ein Punkt fehlt uns noch bis zum Aufstieg und dafür haben wir noch 3 Spiele Zeit. Guckt euch die Statistik an. Also zweite Halbzeit habe ich so richtig die Zügel an die Hand gelegt oder wie das heißt. Ich hoffe, ich habe zumindest das zweite Match gefallen. Ich weiß jetzt nicht, welche Torsounds alle reinkommen. Ich glaube nicht, dass ich so viele haben werde. Dicken Kiss an euch. Alles Liebe. Ich bin raus. Ciao. Bye bye. Ciao.